Willkommen zurück zur nächsten Tierlist für die Handtraps für das Aprilformat 2021. Viel Spaß damit! Wir fangen natürlich wie immer an mit Ash Blossom und Joy Spring. Die kommen natürlich wie immer zu gut, denn es ist eine ziemlich gute Karte. Sie trifft viele Decks, vor allem auch viele Rogue Decks. Das heißt, sie ist halt eine Low Impact Handtrap. Also sie tut was, nicht crazy viel, aber sie ist da, wo sie eingesetzt werden kann. Ziemlich solide, nicht essentiell notwendig, aber eine ziemlich gute Karte. Ghostbell kommt zu okay, es ist eine gute Karte, aber sie ist halt nicht so heftig von der Range, was sie annullieren kann. Dinos, dagegen ist sie ganz okay, also sie kann dann schon ein paar Sachen treffen. Gegen Dragonlink kann man sie auch spielen. Aber es gibt ein paar Karten, die halt mehr machen als Ghostbell, deswegen ist Ghostbell halt okay, könnt ihr spielen, aber eigentlich bessere Karten auf jeden Fall, die ihr spielen könnt. Die kommt wie immer zu situationsabhängig, denn, sagen wir mal ehrlich, wollt ihr die wirklich spielen, wenn ihr den Space nicht habt? Nein. Wenn ihr den Space habt, könnt ihr ihn machen, aber ihr könnt auch andere Karten spielen. Also, zweischneidiges Schwert ist eine ganz okay Karte, aber sehr situationsabhängig, gegen was ihr die halt spielen wollt. Denn ihr müsst dafür einen Dragoon spielen, der kostet 50 Euro. Viel Erfolg dabei. Dedicrow kommt auch zu gut, denn Dedicrow ist überraschenderweise eine ziemlich gute Karte. Und gerade mit dem neuen Ruling, was bei uns immer noch nicht bestätigt wurde, dass wir das auch jetzt haben, aber alle spielen damit, Extravaganza. Alle Online-Turniere spielen mit diesem Ruling, dass die Karten da sein müssen, wo sie den Trigger treffen, um aktivieren zu können. Deshalb ist die da wirklich gut, weil die noch dafür wirklich richtig stark ist. Und die kann halt manche nervige Karten banishen, wie bei Dinos, einen Dino rausbanishen oder den Mist banishen, wenn er in den Friedhof gekommen ist. Oder irgendwas in der Richtung von Dragonlink da raushauen. Oder bei Elf den Golden Lord banishen, der im Friedhof ist. Die Traps banishen, bei Tribal Gate Monster banishen, damit ich genug haben. Oder im Prankits, Miau Miau banishen, damit die nicht zwei Pops halt haben. Das ist viele verschiedene Applikationen, wo die Karte wirklich richtig gut ist. Oder halt die Spelltraps von den Shadow banishen. Also Dedicrow eine sehr starke Karte. Dann kommen wir zu Red Reboots. Definitiv eine sehr gute Karte. Allerdings ist sie auf 1 und es gibt nicht viele Decks, wo die wirklich richtig gut drin ist, wo andere Karten die nicht stoppen würden. Das heißt, so Karten wie Cosmic Cyclone, die dann ähnliche Applikationen hat wie jetzt die, würde ich eher Cyclone spielen, weil die dreimal spielen können, anstatt einen Red Reboot. Deshalb Red Reboot situationsabhängig. Tragolia, nutzlos. Dogwoods, nutzlos. Nicht ganz so nutzlos wie Tragolia, deswegen nur hier vorne hin. Haben wir Drolin Lockbird. Ist eine gute Karte. Drolin Lockbird ist eine richtig gute Karte. Sogar besser als Crow. Die trifft auch wirklich viele Decks richtig hart. Die ist gegen Dinos, ist sie ganz okay. Gegen Dragonlink ist sie ganz okay. Gegen Nomadica ist sie halt insane. Gegen Prankits kann die auch okay sein, aber nicht ganz so stark. Gegen Tribal Gate ist sie richtig gut. Also sie hat viele verschiedene Applikationen. Deshalb ist sie auch besser als Ghostbell, weil sie wirklich Turns beenden kann gegen die Decks, gegen die sie richtig gut ist. Ich würde aber Droll nicht im Main Deck spielen, wenn ich hier werde. Ich würde die wirklich im Side Deck spielen und dann halt reinziehen, falls notwendig. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Karte für das Format. Evenly Matched kommt so okay. Ist eine sehr gute Karte. Allerdings auch da wieder, es gibt nicht so viele krasse Decks, die auf so vielen crazy Endboards enden. Deshalb auf jeden Fall eine okay Karte, aber nicht so die beste Karte, die ihr spielen könnt. Und ist ja auch mehr eine Side-Deck-Karte als eine Main-Deck-Karte sowieso. Der Battlefader. Nope. Gamma. Notwendig. Wenn ihr ein Meta-Deck spielt, was Effekt resolven muss, bevor ihr Monster auf dem Feld habt, spielt Gamma. Dragonlink, Prankits, Dinos, Tribal Gate. Alle Decks, die Effekte resolven müssen, bevor Monster aufs Feld kommt, ist die wirklich richtig stark. Und die wird auch da gespielt. Also passt auf jeden Fall auf. Versucht nicht, Karten zu eschen, wenn kein Monster auf dem Feld ist. Denn das könnte euch teuer zu stehen bekommen, dass ihr den Search bekommt und zwei Monster. Würde ich also auf jeden Fall aufpassen. Also auf jeden Fall Gamma notwendig, genau für diese Decks, um das erste Play auf jeden Fall durchzubekommen. Da auf jeden Fall richtig stark und wird auch wirklich viel gespielt. Also da aufpassen. Normative kommt zu nutzlos. Es gibt ein paar Applikationen, aber ist es wirklich wert, die Karte zu spielen? Ich glaube nicht. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das nicht so ist. Honest, genauso. Nutzlos, macht gar nichts. Chaos Hunter kommt zu situationsabhängig. Habe ich schon mal gesagt gehabt, es ist im Endeffekt eine dritte und vierte Lancia und gegen manche Decks ist die richtig stark. Nämlich gegen Shadow zum Beispiel, wenn ihr die Karten nicht mehr banishen könnt, kann das richtig strong sein. Gegen Dinos ist die auch richtig stark, aber nur, wenn ihr keine Lancia mehr habt. Und deshalb ist sie wirklich eine dritte und vierte Lancia. Sie braucht halt ein Discard, sie ist Monster auf dem Feld, was removed werden kann. Ihr selber könnt aber noch banishen, das ist ganz wichtig, das ist eigentlich ganz cool. Und der geht immer uns Monster Spezialbeschwören, damit ihr rufen könnt. Deswegen leider situationsabhängig. Dann haben wir Infinite Impermanence. Die kommt zu okay. Jetzt werden viele sagen, oh ja, die ist aber besser als letztes Format. Und ich würde sagen, ja, schon. Aber sie ist halt eine Low Impact Handtrap, die einen Effekt annullieren kann. Der im Großen und Ganzen niemanden stoppt. Gegen Dragonlink bringt die nichts. Gegen Dinos kannst du die eh vergessen. Gegen Prankits ist halt auch Bums. Ne? Gegen Shadow kann das halt hilfreich sein, um die Winder zu orten. Aber da gibt es auch bessere Karten, das zu tun. Deswegen sehe ich halt aktuell das Einsatzgebiet von Impermanence nicht. Und deshalb ist sie auch nur okay.
Haben wir nicht auch erklärt, ne? Okay. Dann haben wir Artifact Lancia. Oh boy, die Karte ist so gut. Die ist so gut. Gegen Dragonlink ist sie gut. Gegen Prankets kann die hilfreich sein. Gegen Dinos ist die insane. Gegen Shadol kann die richtig gut sein. Und gegen Tribalgate ist natürlich auch richtig insane. Gegen Zulia macht sie jetzt nichts, aber... Ja, okay, da macht er nichts. Ich würde sogar Lancia, vielleicht sogar Main Deck spielen. Habe ich in vielen Decks sogar schon gemacht. In meinem Train Deck jetzt nicht, aber in vielen Decks habe ich es halt gespielt. Und das ist wirklich eine gute Karte. Also die hilft da wirklich viel weiter. Also gerade gegen so Sachen wie Invoke ist sie halt richtig strong. Ne? Auf jeden Fall am Schirm behalten. Lancia für mich, neben Gamma halt, die notwendigste Karte in diesem Format. Dann haben wir Skullmeister. Skullmeister kommt zu gut. Denn wir haben festgestellt, als wir darüber diskutiert haben, dass Skullmeister deutlich besser ist, als wir vorher gedacht haben. Denn Skullmeister trifft ziemlich, ziemlich viele Decks. Du triffst eigentlich alles, ja. Holy shit, Alter, das ist... Warum spiele ich die Karte eigentlich nicht? Also das kann wirklich viele Sachen stoppen. Und er ist auch nicht once per turn. Das ist auch wirklich wichtig, wenn er von zwei davon zieht oder sowas. Das ist halt wirklich eine coole Karte. Also das ist wirklich eine sehr gute Karte, die man super spielen kann. Vielleicht sogar im Main Deck. Auf jeden Fall drüber nachdenken. Skullmeister, Props, gute Karte. Haben wir Mulitz, die kommt zu, okay. Ist halt immer noch eine Gate, ist ähnlich wie ein Permanence, halt nur schlechter. Deshalb ist sie hier. Nibiru kommt zu gut. Nibiru ist eine gute Karte, brauchen wir nicht überreden. Stoppt aktuell relativ viele Decks. Problem dabei ist, die Leute fangen jetzt mal an, um Nibiru rum zu spielen. Deswegen habe ich es jetzt nicht auf notwendig gepackt, weil das schon ein bisschen länger das Format andauert. Jetzt schon, ich glaube, zwei Wochen. Deshalb langsam fangen die Leute wieder an, auf Nibiru zu achten. Und deshalb ist sie wieder ein bisschen schlechter. Deswegen kommt sie jetzt zu gut. Da ist sie gut aufgehoben. Überlegt, die Mana zu spielen. Wenn ihr Second Deck spielt, ist sie richtig strong. Ansonsten halt eher nicht so. Dann haben wir Ghost Ogre. Die kommt zu okay. Denn witzigerweise hat die gegen Drangling ein paar Applikationen. Die kann gegen Dino die Lost World, also crushen, ziemlich gut sein kann. Ja, aber auf jeden Fall eine ganz solide Karte. Die kann halt mehrere Karten outen. Ist halt nicht so krass gut, deswegen kommt sie okay. Aber ist zumindest halt, die hat einen kleinen Impact. Das kann man so festhalten. Dann haben wir Sorabis. Nutzlos wie nichts anderes. Dimension Shifter. Situationsabhängig. Ich habe das schon öfter gesagt gehabt, Dimension Shifter ist die beste Handrip, die wir haben. Aber die kann halt kaum ein Deck wirklich effektiv spielen. Deshalb situationsabhängig, weil ihr das richtige Deck braucht, um zu spielen. Ich habe gehört, Inner Chain ist die ganz gut. Das ist kein Meta-Deck, aber da könnte sie ziemlich gut sein. Dann haben wir unseren Phantasme ist schwierig. Ich packe die mal zu okay. Sie wird natürlich jetzt gerade viel mehr gespielt. Das Problem dabei ist, dass Phantasme in Dragonlink richtig gut ist, weil sie ein Free Dragon auf dem Feld ist. Und weil wir, wenn wir gegen Dragonlink spielen, wir mit Phantasme mehrere Karten ziehen können, um halt tiefer ins Deck zu graben. Das Problem ist halt, sie ist halt gegen Dragonlink ganz gut und wenn Dragonlink spielt. Aber das war es eigentlich auch schon. Und sie ist halt auch nur dann gut, wenn ihr die anderen Handtraps halt maint und nicht, wenn ihr nur sie habt. Deswegen ist eine okay Karte, aber ich würde sie jetzt nicht besser als okay anwerten, denn ich finde alle Karten, die oben drüber stehen, deutlich besser. Okay, haben wir Typhoon. Nutzlos. Haben wir lange darüber diskutiert, dass diese Karte nutzlos ist. Aber wir haben uns auf nutzlos geeinigt. Und Effektfehler kommen zu situationsabhängig. Denn sie ist halt nur in der gegnerischen Mainphase nutzbar. Und das ist gegen Dinos halt immer schlecht. Gegen Dragonlink kann das halt auch okay sein. Aber dafür habt ihr Impermanence oder Moonlitz. Oder ein Ogre oder halt Ash. Also da macht die Karten halt viel, viel mehr. Und die wählt halt auch als Ziel. Das heißt, ihr kann die quasi vorher wegbewegen und so. Das ist halt bei Impermanence zwar genauso, aber es ist ein Monster-Effekt. Schwierig. Sehr, sehr situationsabhängig. Was denkt ihr? Ist diese Liste nicht wunderbar, die ich jetzt hier für euch vorbereitet habe? Die euch wirklich helfen kann und sollte, in dem Format zu bestehen, dass ihr zumindest die besseren Choices trifft, was eure Handtraps in eurem Deck angeht. Wenn ihr nicht sogar auf richtige Traps zurückgreift, wenn ihr First geht, würde ich auch drüber nachdenken. Ist nämlich in dem Format gar nicht so bad. Aber dann würde ich sagen, das war's für heute Video. Lasst mir mal ein Like und ein Abo da für das wunderbare Video und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute.